Hochzeitstanz eines jungen Paares im Norden Albaniens. Beide arbeiten in einer Zigarettenfabrik. Als ihnen das Werk eine eigene Wohnung in Aussicht stellte, beschlossen sie zu heiraten. Hochzeit feiern in Albanien ist ein teures Vergnügen. Nach altem Brauch feiern rund 200 Angehörige und Freunde zunächst 2 Tage und 2 Nächte im Haus der Braut. Der 3. Hochzeitstag wird mit ebenso viel Aufwand beim Bräutigam ausgerichtet. Die Braut ist zwar ganz in Weiß, doch eine kirchliche Trauung gibt es hier nicht. Albanien ist der wohl am konsequentesten atheistische Staat der Welt. Anfang 1967 wurden mehr als 2000 Kirchen und Moscheen des Landes per Gesetz geschlossen. Der inzwischen verstorbene Staatschef Enver Hoxha hatte in seinem Land den lieben Gott abgeschafft. Priester wurden zu Arbeitern, Bauern oder Hirten umgeschult. Die Mauern der Festung Kala hatten vor dem historischen Datum 46 orthodoxe Kirchen beherbergt. Heute gibt es nur noch diese. Sie dient als atheistisches Museum. Nur ausgesuchte Gäste haben Zutritt. Kaum noch zu erkennen, auch dieses Gebäude war eine Kirche. Kommt man durch die stark gesicherte Hintertür, werden Spuren orthodoxer Baukunst sichtbar. Diese Kapelle ist heute städtische Bildergalerie. Die langschiffige Bauweise katholischer Kirchen machte sie für die Einrichtung von Kinos sehr geeignet. Die ehemalige Kathedrale von Tirana, heute das größte Filmtheater im Lande. Die besten Restaurants und Kneipen Albaniens haben sich in früheren Moscheen angesiedelt. Andere, wie die Moschee von Berat, wurden zum archäologischen Museum umgewandelt. Religionsausübung oder ihre Verbreitung sind im Albanien von heute verboten. Doch fast alle Albaner glauben an etwas, an ein besseres Morgen, wie es ihnen Enver Hoxha versprochen hat. Um den großen Führer hat sich eine neue Art von Religiosität gebildet. Er wird fast gottähnlich verehrt und verherrlicht, in Bild, Wort, in der Kunst und im täglichen Leben. Hoxhas Geburtshaus in Girokastra ist zum neuen Wallfahrtsort geworden. Alle Schulklassen sind verpflichtet, dieses Haus einmal zu besuchen. Hoxhas Nachfolger Ramis Alia setzt den vorgezeichneten Weg fort, regiert sein Volk wie eine große, gehorsame Familie. Enver Hoxha hier überlebensgroß. 6 Meter hoch ist die Statue in seiner Geburtsstadt, an der die führenden Bildhauer des Landes arbeiten. Überall im Lande ist Hoxhas Altmännerantlitz in vielen Varianten verbreitet, häufiger noch als die Parolen, mit denen sich die Partei hochleben lässt. Hier in Tirana wird für Hoxha gar ein eigenes Museum gebaut. Das Albanien von heute ist das Werk Enver Hoxhas. Saubere Städte ohne Autoverkehr und Luftverpestung. Auch das entlegenste Dorf hat Stromanschluss. Schulausbildung und medizinische Betreuung sind kostenlos. Es gibt keine Bettler, keine Arbeitslosen und keine Blutrache mehr. Nur noch der Nationalheld Skanderbeg ist dem verstorbenen Staats- und Parteichef ebenbürtig. Skanderbegs Siege über die Türken machen ihn noch heute zur legendären Figur.